Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Subjects, bei Eaten by Ants, einem Spiel über, naja, die Haltung von Ameisen eben. Wie wir hier sehen, sehen wir die Startseite. Dann klicken wir doch mal auf die Statistik, sehen, juhu. Und dann kommen wir gleich zum Wichtigsten, nämlich zum Ameisenzimmer. Und zwar meine Ameisenzucht, denn darum geht es bei Eaten by Ants. Es ist ein sehr friedliebendes Spiel, in dem es darum geht, möglichst große Kolonien von verschiedenen Ameisenarten aufzuziehen und zufriedenzustellen. Wie wir sehen, habe ich nur eine Art, nämlich die Lasius niger. Ähnlichkeiten mit Niger sind natürlich nur völlig zufällig. Und wir sehen hier, ich habe schon eine Königin, aber 8 Arbeiterinnen, ein paar Eier, ein paar Larven, keine Puppen. Und ja, es geht eben alles um die Zucht und die Erhaltung. Sehen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen schon grafisch, ist das Ganze bestenfalls, naja, okay, hat halt diesen Excel-Charme, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert und tut das, was es soll. Wir sehen hier schon Mehl, Würmer, Zucker, Wasser. Unsere Ameisen werden langsam hungrig, also geben wir ihnen mal 10 Gramm Mehlwürmer und noch so 5 Gramm Zuckerwasser und dann sind sie zufrieden und dann verbraucht sich unser Ausbruchschutz etwas langsamer. Hier sehen wir, hier drin leben unsere Ameisen und das hier ist unser Nest. Schauen wir mal, Ereignisse gibt es keine, im Lager haben wir auch nicht sonderlich viel und hier steht unser Formicarium eben drauf. Das muss man sich alles so ein bisschen, man muss sich ein bisschen reinversetzen, das ist klar, aber ansonsten funktioniert das Ganze schon. Aber das war natürlich jetzt noch nicht alles, denn irgendwie müssen wir zu den Ameisen kommen. Wir sehen hier, ich habe hier bis jetzt nur noch diese eine Sorte und da gibt es eben später noch viel, viel mehr. Auch Futter gibt es verschiedene Arten für verschiedene Ameisen. Hier eben Ausbruchsschutz und ein Reagenzglas, das als Nest dient. Hier die Formikarien eben und hier die Nest selbst, wo die Ameisen dann eben leben drin und ja, ziemlich cool. Was aber das Spiel wirklich interessant macht, ist eben, dass man ziemlich viel freischalten kann und zwar mit Forschung. Wir sehen hier Allgemeines über Ameisen, habe ich schon auf Stufe 5 und jetzt habe ich schon, könnte ich schon die einheimische Ameisenart Lasius flavus freischalten und weitere Arten des Ausbruchschutzes erforschen und das wird eben immer mehr, je höher wir diese Stufe hier haben. Und desto besser wird das dann alles und desto besser funktioniert das alles. In den Kleinanzeigen kann man von anderen Spielern zum Beispiel Kolonien ankaufen. Im Arbeitsamt können wir Geld verdienen, denn wir sehen, momentan haben wir nur 4,65 Euro, also das finde ich cool, das bewegt sich schon einigermaßen in realistischen Rahmen. Mal für 8 Stunden Aushilfskraft 15 Euro würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, aber egal. Wir sehen, wir wohnen noch im Zimmer bei den Eltern in einer richtig schönen modernen 80er Wohnung. Und wir können auch eben später größere Möbel kaufen, dass wir eben noch mehr Ameisen beherbergen können. Wir können auch nach draußen gehen, wir können auch Ameisen suchen, Futter suchen. Und dann eben sehen, wie gut wir waren, wenn wir die entsprechenden Forschungsstufen schon haben. Und es gibt auch ein eingebautes Lexikon, wo wir uns eben ansehen können, wie funktioniert das mit den Ameisen, wie funktioniert der Geschlechtsakt, welche Arten gibt es. Die können wir natürlich nur erst dann sehen, wenn wir sie freigeschaltet haben, was ich auch wieder gut finde. Und das war es eigentlich im Prinzip schon über das Spiel. Also es gibt noch so Dinge wie einen Chat, einen eigenen. Und ansonsten war es das eigentlich, also man verwaltet seine Ameisen, sieht einfach zu sprengen, zufrieden, Ausbruchschutz und geht nebenbei dann eben arbeiten, verdient Geld und forscht dann eben, damit man weitere, bessere und ja, coolere Ameisenarten zufriedenstellen kann. Und das ist eben ziemlich motivierend, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich erforsche jetzt hier mal. Just for fun, das Ganze. Das dauert natürlich schon auf den ersten Stufen ziemlich lang, das muss ich sagen. Also das ist eher ein Spiel für Geduldige. Auf der anderen Seite sollte man sich fast jeden zweiten Tag einloggen, einfach aus dem Grund, weil die Ameisen eben, wenn sie den Ausbruchschutz verbraucht haben, anfangen auszubrechen und dann sind die eben weg. Und wer eben mal sich eine Woche nicht einloggt bei diesem Spiel, da kann es dann schon mal sein, dass die ganze mühsam gezüchtete Kolonie auf einmal verloren ist.
Das einzig Positive daran ist, das Formikarium bleibt einem erhalten und die Forschung und das Geld und die Punkte und das Gleiche bleibt einem natürlich auch erhalten. Aber die einzelnen Kolonien werden dann eben mit der Zeit flöten gehen. Damit muss man sich eben abfinden. Das ist eben ein Spiel, wo man sich öfters einloggen sollte. Aber ich muss sagen, soweit wie ich das Spiel bis jetzt erforscht habe, macht es mir tatsächlich. Ich interessiere mich eigentlich nicht wirklich für Ameisen. Aber es macht einfach Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es macht mir wirklich Spaß. Natürlich, man kann nicht eben einfach so mit anderen Spielern irgendwie Kriege führen. Darauf ist das Spiel auch nicht ausgelegt. Wer zu diesem Spiel, also zu diesem Thema was wissen will, der sollte sich Beaten bei Ernst anschauen. Da geht es eben auch um die Kämpfe. Und ja, ich würde sagen, man kann es sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ich denke, ich werde auch den Nachtest zu diesem Spiel machen. Und ja, ich würde sagen, so viel zum ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist, kann man sich anschauen. Und ja, mit diesen Worten möchte ich euch dann eigentlich für heute schon für dieses Spiel verlassen. Und ich sage, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, arrivederci und goodbye.